Freunde, was geht ab? The Real Avengers. Ihr kennt mich, X-Jolbers. Und ja, ihr hört keine zweite Stimme. Das heißt, der X-Jiggers ist nicht am Start. Und daran könnt ihr euch erstmal 2 Wochen gewöhnen. Was heißt gewöhnen? Virtuelle WM ist am Start. Square Enix ist am Start. Denn ich spiele mal Thief. Eidos ist natürlich auch am Start. Aber das ist nur die Demo. Und Unreal Engine. Ja, das wollen wir alles nicht sehen. Das ist alles wieder nur Schleichwerbung und Scheiße. Und ja, Freunde, wie gesagt, erstmal dran gewöhnen. X-Jiggers wird erstmal nicht da sein. Der hat Praktikum, der muss ja auch was für seine Zukunft tun. Und ich gammel noch ein bisschen zu Hause rum, bevor ich nach Kroatien fahre in den Urlaub. Und da werde ich euch noch ein paar Gameplays bringen. Dann könnt ihr 2 Wochen virtuelle WM gucken und wahrscheinlich wird der X-Jiggers euch auch was bringen. Wir jumpen mal direkt hier rein. Dieses Spiel speichert automatisch. Ja, das wissen wir doch. Meine Fresse, da werde ich schon wieder aggro. Fortfahren machen wir natürlich. Helligkeit, was wollt ihr? Was für ein Logo? Ich sehe nicht mal, bin ich blind? Ach, da unten. Ja, ja. Geht das überhaupt? Wo muss ich überhaupt drücken? Was wollt ihr eigentlich? Ja, bestätigen, machen. Start, alles machen. Ja, warum spiele ich die Demo? Thief ist schon ein bisschen länger raus. Und ich höre immer gemischte Gefühle. Manche sagen, ja, hier, das ist Kacke. Das ist Kack-Grafik, das ist ein Kack-Game, das ist scheiße. Und im Moment habe ich irgendwie nicht so was zu spielen. Ich habe zwar Watch Dogs jetzt, aber das hat mich auch nicht hundertprozentig überzeugt. Da werde ich auch noch ein paar was hochladen. Habe ich eigentlich noch versprochen, dass ich da was hochlade. Aber ihr habt ja wahrscheinlich auch gemerkt, eine Woche kam kein Video. Wie kommt sowas zustande? Das kommt zustande, wenn wir beim X-Jiggers aufnehmen und ich einfach mein Ladekabel vom Laptop da vergesse. Und das ist natürlich nicht so geil. Ich habe ihm sogar die Elgato da gelassen und habe gesagt, mach mal ein paar Videos, lad mal ein bisschen was hoch. Aber der Junge, da brauche ich nichts zu sagen. Der soll sich erstmal einen neuen Lappy kaufen. Kack dem ab bei dem, meine Freunde. Und das sind wieder Ladezeiten, das ist doch nicht mehr normal. Das ist schon ein Minuspunkt. Also von 100 möglichen Punkten hat das jetzt auf jeden Fall nur noch 98. Aha. Das stecke ich gleich angeblich wie in dem Arsch. Der muss da ein bisschen fühlen. Lichtkristall. Lichtkristall in der linken und. Ihr könnt es selber lesen. Laufen und sprinten. Aha. Das ist ja schon mal sehr, sehr ungewohnt, muss ich sagen. Und mein Licht hier im Zimmer ist sehr unvorteilhaft für dieses dunkle Bild. Begibt sich zum Glockenturm. Ja, dann machen wir mal, ne? Ob ich die Demo komplett. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Komplett durchspielen, das weiß ich noch nicht. Weil vielleicht ist er einfach kacke und ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Kann ich diesen Fokus auch wieder aufmachen? Ja. Breit irgendwas. Ja, für mich sieht das Spiel bis jetzt nur nach schwarz-weiß aus. Ach, da oben. Ja, Mann, das sollen sie mir noch mal sagen. Boah, ich treffe auch nicht. Kann er nicht mal zielen oder was? Ja, was jetzt? Ja, und jetzt? Hallo? Ja, Freunde. Somit habe ich jetzt schon verkackert. Spähen. Kann ich denn hier spähen? Hier geht gar nichts. Boah, unglaublich revolutionär. Grafik bis jetzt, na, nicht so geil. Aber Freunde, was habe ich denn gemacht? Muss ich irgendwie Sequenz neu laden? Machen wir mal, also das ging ja schnell. Habe ich einfach mal meine ganzen Pfeile verschossen. Wenn ich jetzt wieder 2 Minuten hier Ladebildschirm habe, ne, dann kann mich diese Demo mal so am Arsch lecken. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr die Grafik findet, wie ihr das Spiel findet. Vielleicht habt ihr es schon gespielt. Ich kenne euch ja, unsere Abonnenten sind ja sehr gut in meinem Kommentar schreiben. Ironie aus, Freunde, das muss mehr werden. Das kann so nicht angehen. Wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen, ein paar Foren ein bisschen reinzuschreiben. Vielleicht mit ein paar anderen YouTubern. Was? Was denn? Mit ein paar anderen YouTubern uns zusammenzuschließen. Was heißt zusammenzuschließen? Ein bisschen mehr Kontakte knüpfen und so. Haben wir auch einen Kollegen, der sich vielleicht bald. Ja. Ein Elgato holt. Und was heißt denn, wenn man sich ein Elgato holt? Ist ja wohl logisch. Dann zockt man. So. Ich weiß nicht mehr, ob ich das Richtige ausgesucht habe. Ah, ja, das hätten sie mir auch mal erklären können. Ja, was bringt mir das jetzt? Oder habe ich wieder. Ich habe wahrscheinlich das Falsche ausgewählt. Oh mein Gott. Seilpfeil. Will ich jetzt mal von ausgehen. Oh mein Gott, Freunde. Bisschen peinlich jetzt.
dass sowas passiert. Wie kann ich da jetzt dran klettern? Alles mit LT, sehr ungewohnt. Finde ich scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man das umstellen? Finde ich richtig kacke. Kann ich da nicht drauf klettern? Das ist ja nicht mal Assassin's Creed Style hier. Wie kann ich springen? Wurde mir noch nicht gesagt. Och mein Gott, Freunde. Immer LT, das ist doch AA. Und da oben sehen wir Rauch. Oh mein Gott. Wurde ein neuer Papst gewählt oder was? Meine Fresse. Grafik, ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sehe nur schwarz-weiß irgendwie. Ja, nimm das doch mal auf. Ich habe jetzt schon 10 mal X gedrückt. Zahnrad, ja, das bringt dich im Leben wahrscheinlich weiter. LT, Boss. Also, Freunde. Ein Zwanni. Bis jetzt ist es ein Zwanni wert. Halte RS. Aha, kann ich die umbringen? Umbringen ist nämlich immer gut. Aber ich weiß nicht mal, wie man umbringt. Ich denke mal, ich könnte hier mal einen Pfeil nehmen. Und knall dem einfach mal einen Kopf hier. Kann ich nicht mal ziehen. Was ist das für ein Game? Oh. Halt die Schnauze. Bart auf Schnauze. Bart, Junge, auf Schnauze. Hier, auf Schnauze. Ausweichen. Aha, L, B und S, okay. Boah, das hat ja super geklappt. Boah, also bis jetzt, die Steuerung ist mehr als kacke. Wie kann ich den jetzt schlagen? RB? Was haben die mit der Steuerung gemacht? Ein kleines Tänzchen? Kleines Tänzchen? Oh, mach ihn doch kaputt. Hau nochmal auf Schnauze. Nochmal. Wichser. Ja, also die Steuerung haben sie richtig verkackt hier bei Thief. Das ist wohl eher scheiße, hätten sie das Spiel nennen können. Die Demo gibt mir jetzt schon unglaublich auf den Sack. Oh, da habe ich einen Taler. Oh, eine Goldmünze. Noch eine. Boah, kann ich mir davon kaufen? Gar nichts. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ach, da hinten. Ah, Freunde. LT wieder drücken, unglaublich scheiße. Spähen, ja. Oh, Spähen. K.O.-Schläge. Ich schlag den einfach direkt K.O. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Er hat ein Schwert. Er ist gemein. Nicht mal Blut. Aber wie viel ist das Spiel? 16 würde ich mal sagen. Einfach mal hier hochklettern. Ja. Thief, meine Freunde. Och Mann, ey, das Spiel, das ist doch. Ich kann nicht mal richtig was sehen hier. Muss ich wieder LT drücken oder was? Drücke ich einfach mal. Ein Fenster, ja. Ganz toll. Boah, schön am Laggen. Ja, auf zu labern. Schloss knacken. Ja. Was ist das? Die können auch mal vorher was erklären, wie das geht. Ah. Aha. Aha. Also man muss einfach hier ein bisschen rumdrehen und RT ballern. Dann geht das. Und jetzt. Boah. Wow. Und jetzt. Kannst du mal wieder zumachen? Hat deine Mutter dir nicht beigebracht, dass du die Tür zumachst, wenn du reinkommst? Wie heißt denn der Protagonist? Ich tippe mal auf. Stan Arsch. Weil was anderes. Ja, anheben. Boah, ist das Spiel scheiße. Ja. Da sehen wir einen Mann, der schreit. Aha, schön für dich. Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Ja, laber nicht so viel Scheiße. Irgendwas mit hungrigen Mäulern interessiert doch gar keinen hier. Steinhauergasse, da sind wir gerade angekommen. Weißt du was? Neues Ziel, umgehe das Abriegelungstor. Ja. Schön. Und jump doch einfach mal. Gib dir mal einen Run. Oh, scheiße. Ja, dann muss ich mich wohl in den Kampf stellen. Man kann ja auch ausweichen mit dieser unglaublichen Steuerung. Oh, bam, bam. Da hast du nicht mit gerechnet. Und dann jump ich einfach mal über alle drüber.
Boah, ja, ja, hier, bam, tschaki, tschiki, boom, boom, tschaka. Ah, der Protagonist, der haut ihn einfach auf Fresse. Ja, hau ihn auf Fresse. Bah, Junge. Ja, hab ich mal einfach, ja, warum heißt das Spiel Thief, warum heißt das nicht, ich hau dir auf Schnauze, weil das kannst du hier auch ganz gut machen. Ja, Freunde, denkt ich, spielt das Spiel gar nicht, wie man spielen muss. Aber da habe ich auch keinen Bock zu, das ist ein Kack-Game. Das ist das gammeligste. Das ist das gammeligste Game ever. Was ist. Ja, ach ja, ich muss ja RT drücken. Ja, Mann, Gott, ist das revolutionär. Also, wenn jetzt alle 2 Minuten hier so ein dummes Schloss kommt, ne? Ja, dann halte ich es nicht mehr. Dann halte ich es nicht mehr. Boah, was ist das denn? Laufen. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr viel Leben. Ich glaube, lange überlebe ich auch nicht mehr. Bis jetzt würde ich diesem Spiel von 100 Punkten nicht mehr als 30 geben. Also wirklich, das ist für mich bis jetzt kein schönes Spiel. Irgendwie weiß ich nicht, es macht mir keinen Spaß. Also ich finde, ein Spiel muss sofort mir Spaß machen. Viele sagen jetzt so, du hast eine Demo gespielt, aber wirklich, ist es bei mir so. Also ich will ein Spiel reinlegen und dann sagen, boah, geil. Das bockt. Das bockt einfach. Aber das bockt nicht. Bin ich jetzt einmal hier außen rumgelaufen? Oh mein Gott. Freunde, was habe ich denn hier gemacht? Ey, ja, gar nicht, du. Ach, da ist eine Leiter. Oder was? Ne, doch nicht. Das sieht nach was aus. Ich konzentriere, wenn ich irgendwie schon. Ja, hör mal auf, jetzt zu lachen, du. Das ist eh ein Wichser. Man kann sich wenigstens drehen, wenn man hier hoch geht. Unglaublich. Wo muss ich her? Mhm. Oh, da steht ein Fenster offen. Vielleicht können wir da irgendwie hin. Ja, sieht danach aus. Ein paar Wachen. Bewohner oben. Boah, laber mich nicht so viel. Ich kann's noch leiser reden vielleicht, dann verstehe ich noch weniger. Macht beim kleinsten Geräusch ein Riesengezeter. Halt die Schnauze! Boah. Ich glaube, ich krieg auf Schnauze. Da kommt ja noch einer. Weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ich drücke einfach nur RB wie ein Bekloppter. Hä? Freunde, man braucht hier einfach nur RB Button Mashing machen. Ja, und dann klappt das auch, ne? Da mache ich mal ein paar Combos. Ja, mach mal auf da. Boah, Ohrringe. 12G. Ja, der Junge sammelt auch Gamerscore. Fleißig. Schon im antiken Mittelalter, was hier auch kein Mittelalter ist, keine Ahnung, was das hier sein soll. Hier muss ich anscheinend was klauen. Schloss knacken. Da hätte ich ja nicht mal so weit gehen müssen. Da hätte ich ja nicht mal die beiden umbringen müssen. Also, Freunde, brutal, unnötig brutal dieses Spiel. Mann, 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 so geht das nicht weiter hier. Ich glaube, mein Leben ist auch hart am Arsch. Und ich bin kurz vorm Sterben. Aber ich glaube, ich habe noch einen Trank, Freunde, oder so. Nahrung. Boah, ich bin so gut. Freunde, das ist doch mal ein Game. Game zu im Mülltonne schmeißen. Also wenn ihr ein Game sucht, was ihr gerne mal richtig kaputt treten wollt, weil es einfach nicht bockt. Was ist denn da jetzt immer noch? Unglaublich, ich gehe da rein und hab die Maske nicht geklaut. Ich hab's geknackt und bin abgehauen. Ja, das Game fesselt mich halt nicht. Aber ich habe schon ordentlich Geld. Wo man sich wahrscheinlich von Rüstung kaufen kann. Die einem eh nichts bringt, wenn man nur schleicht. Deswegen spiele ich das Spiel eigentlich ganz gut, finde ich. Also ich finde, ich spiele es wie man soll. Und zwar ordentlich auf Fresse. Sie hätten das Spiel auch Schlossknacker nennen können. Denn irgendwie, ich habe mehr Schlösser geknackt, als ich bis jetzt gethieft habe. Okay, ich habe auch ein bisschen was gethieft. Och, Mann. Ah, da war's, glaube ich. Ah, okay. Freunde, das ist ja. Oh, wer sich das Spiel kauft für 70 Euro, der hat doch was am Kopf, ey. Da bist du ja bekloppt hier. Die Real Avengers brauchen einfach Klopperei. Die stehen hier auf so Thief-Scheiße. Das ist einfach nichts für uns. Ah, so kann man es auch machen. Okay, den Stick einfach drehen und nicht RT drücken, dann vibriert das irgendwann. Ah, ich treffe ihn nicht. Auf einen Millimeter genau, oder was? Oh mein Freunde, ich krieg echt Hämorrhoiden bei diesem Spiel. Was sagt ihr eigentlich im Moment zur virtuellen WM? Gefällt euch die? Schöne Kommentare ballern. Was sagt ihr zur richtigen WM, wo Spanien rausgeflogen ist, England rausgeflogen ist?
Heute ist der, also bei mir jetzt, wo ich das Video gerade mache, der 21. Deutschland spielt heute. Schreibt in die Kommentare, was auch immer. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Ich denke mal, vielleicht sogar heute noch. Mal gucken. Dann mach mal auf hier. Vielleicht haben wir da ja einen Özil drin. Ja, kein Özil, aber ja, gethieft. Können wir wieder ein bisschen thieven. Neues Sammlerstück, wow. Kann ich mir das umtun und dann bei eBay vielleicht verkaufen oder so? Mein Gott. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also wenn das das Spiel ist, ein bisschen rumzulaufen, ein paar Leuten auf die Schnauze zu hauen und ein bisschen was zu klauen und dann nicht mal den Ausgang zu finden. Freunde, dann will ich das Spiel gar nicht haben. Wirklich, dann schenke ich euch das. Ah ja, ist ja zum Glück nur eine Demo. Ja, was da oben jetzt sein soll, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht einen Fokus wieder machen? Ich brauche einen Fokus. Ich habe keinen Fokus mehr, oder? Ah, doch, hier. Aha. Wow. Also klettern kann er. Ah, die Ego-Sicht finde ich auch irgendwie... Ah, ich weiß nicht. Sagt mir jetzt nicht so zu. Ja, ich weiß, da blinkt was. Ich habe aber keinen Bock, jetzt noch irgendwas hier zu klauen. Tintenfass. Sind wir von da gekommen? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich verliere die Orientierung bei diesem Spiel. Oh, Fokus. Ich brauche Fokus. Ah, da sehe ich irgendwie was Helles. Ich kann wohl sein, dass es da rausgeht. Oder die wollen mich einfach nur verarschen. Was will dieses Spiel mit mir machen? Ich gehe hier einfach jetzt runter. Tschüss. Bin ich richtig? Ach, scheiß auf alles. Hier, renn einfach jetzt mal noch ein bisschen rum. Mein Fazit zu diesem Spiel. Ihr könnt Leuten so auf die Fresse hauen. Und es macht auch ein bisschen Spaß, die ganze Zeit einfach nur RB zu drücken. Ihr könnt klauen, wie ihr hier seht. Oh. Wow, krass. Einen Brief könnt ihr öffnen. Ihr könnt Schlösser knacken, was auch sehr toll ist. Unglaublich, wow. Ihr könnt dieses Gemälde angucken. Ihr könnt es auch nehmen. Und euch daran... also ich glaube, der befriedigt sich daran gerade. Oder? Ich glaube, ich bin gerade sogar richtig. Oh mein Gott, ey. Wechseln. Was? Drehen? Achso. Ja, muss wohl früher einfach gewesen sein, irgendwo was zu klauen. Soll ich das jetzt erraten oder was? Freunde. Was ist das? Für ein Spiel. Nicht Xbox. Ausblenden. Was machst du denn? Oh Mann. Alles im Video. Das Video ist gleich auch schon 20 Minuten lang. Und weil ich das ein bisschen schon zu lang finde. Und keine Ahnung. Was hier jetzt sein soll. Also. Wie soll man das herausfinden? Und er dreht auf wie ein Typ mit epileptischen Anfall. Freunde, ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Drehe mich noch ein bisschen im Kreis. Dieses Spiel gebe ich von 100 Punkten 35, denn am Ende hat es einfach dieses Ausmachen von den Kerzen noch ein bisschen rausgerissen, weil das sieht cool aus. Wow. Und dann, oh, dieser Qual, mein Gott. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn die Real Avengers wieder angreifen, werden wir wieder neue Let's Plays für euch haben. Vielleicht neue Demos auf der Xbox One, die ich euch dann ein bisschen anzocke. Euch meine Meinung dazu sage. Und da das Video schon fast 20 Minuten ist, denke ich mal, dass ich hier jetzt aufhöre. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei den Real Avengers.